Wo hast denn du das? Das ist bei Waffe, Stufe 14. Danke. Stabiles Ziel. Ja, da habe ich auch noch nicht genug. Also ich bin am Helikopter jetzt. Oh. Gute Arbeit. Ihr Team hat Santa Blancas Stellung im Kokaingeschäft entschieden. Bleibt ganz cool. Ich guck mal eben noch, mal, was die andere Handfeuerwaffe, wie die so ist. Boah, ich geh erstmal eine Runde schwimmen hier. Ich auch. Auf deine beste Freundin kannst du dich verlassen. The BFF. Ist das nicht die Waffe, die, James Bond immer hat? Früher? So, was haben wir denn? Ich bin Schütze. Also der Boss hier ist ausgeschaltet. Ja, dann drück mal mittlere Maustaste. Jetzt können wir mal eben die Verstärkungssachen noch machen. Im Süden sind, glaube ich, auch noch zwei Waffenkisten. Und dann können wir das Gebiet wechseln in das nächste Zweiergebiet. Jetzt was, glaube ich, direkt nördlich von uns ist. Ich denke mal, du meinst den hier. Ah, das ist wieder so ein Zugriffsding hier. Ja, wir müssen nur sprengen. Vielleicht sollten wir auch schon geduckt hingehen, damit nicht alle da drin direkt wieder uns hören, schon vorher. Ich habe Laufgeräusche. Das war letztens nur, weil ich geschossen habe, aus Versehen. Aber ich habe nichts gesagt, weil ich wollte nicht der Schlechteste sein. Mach dir nichts draus. Ist ja immer wieder so. Leise. Schuhe aus. Richtig. Hier ist frisch gewischt. Hier ist Muni. Ihre Gegner steht da mit Einheimischen. Ich gehe von hinten rein dann. Oh, Baratur. Ja. Kommst mit mir, Jordel. Ich gehe in die erste Etage dann. Ja, ich komme mit Baratur. Ladung liegt. So. Ich kann aber nicht mit C4, ich muss eine Granate schmeißen. Ja, kein Problem, ich bin weit weg, Baratur. Bist du? Okay, gut. Sag mir, wenn ihr in Position seid. C4 in Position. Ich bin in Position. Auf 3, 2, 1, Zugriff! Habe das C4 platziert. Dein C4 ist nicht hochgegangen. Jetzt. Oh Mann, da stehen so viele Leute, ey. Bitte out. Gut gemacht, alles klar, auf und dann weiter. Ich hack das System. Ich bin die Baratur. Also oben habe ich zwei oder drei erschossen. Die Probleme ihre ich geh Pixel holen. Die wollten mich dann erst runterrennen. Ja, wir müssen über alle Eingänge reingehen einfach. Und dann erstmal feuern, was das Zeug hält. Dann sind die total durcheinander. Lade nach und auf munitionieren. Ich hoffe, wir haben genug Sprit. Pixel, wie kannst du dein Tuch über den Mund machen? Wahrscheinlich hat er es einfach ausgewählt. Ja. Du kannst dich ja. Ich bin gerade zum Helikopter zurückgelaufen. Was, ernsthaft? Oh mein Gott. Alter. Natürlich bin ich zum Helikopter zurück. Nee, pass auf, warte, Baratur, komm noch nicht raus. Moment, hier, Pascal. Guck dir das an. Komm raus, Baratur. Ja, wie Mafiosi, Junge. Holen wir noch alle Ressourcen? Was haben wir da? Okay, Hubschrauber stehen, Flugzeug stehen. Ja, also. Wenn schon, denn schon. Nahrung. Ich hab gesehen, die späteren Skills kosten ja echt ein Heidengeld, ey. Beziehungsweise Ressourcen. 6000, 5000. Fernschussrate. Also, so schlecht bin ich nicht. Ich meine, ich habe gerade zwei Typen getötet und zwei Leute von uns wiederbelebt. Wow. Lass dir die Nase brechen oder zieh eine Maske auf. Ich zieh keine Maske auf. Richtig, zieh eine scheiß Maske auf, Jordel, wenn du mit uns spielst. Ach, da ist ein Adler, ich dachte, da fällt schon ein Terrorist. Was denn jetzt, im Einsatz Funkausrüstung oder das andere? Mit dem stehen sie ein Flugzeug. Also Funk-Lufttransport. Okay, ja.
Wir werden gerade gesehen. Ja, ja, deshalb gehe ich schon runter. Oh, das ist aber ganz schön knapp, wie du gelandet bist. Ich bin wie Profi gelandet. Guck mal. Du hast jetzt den Rotor kaputt geschossen? Nein, das Ding ist gegen den Stein gehauen. Du Profi. Ja, Profi. Vorsicht, die haben uns gesehen. Nein, mich nicht. Da hat einer Halsschmerzen bekommen. Der auch? Down. Das ist der, der sich vor euch versteckt hat. Der ist mir direkt von der Linie gelaufen. Okay. Okay, jetzt sind ein paar schon erschossen worden. Ich glaube, alle sind tot. Jetzt auf Pixelated fliegen. Ja. Warum dampft die Maschine schon? Du hast sie gerade erst reingesetzt. Ja, das ist Nebel. Ach so, natürlich, das war einmal ganz kurz. Die war wohl lang nicht mehr an. Wir haben aktive Tarnung. Ach du Scheiße. Ist das ein langer Weg. Alter, da, bitte? Da unten ist wieder eine kleine Atomexplosion. Meint ihr, wir können Looping fliegen? Nein, können wir nicht. Sieht nicht so aus. Wo kannst du bitte den Drive-In-Slot unten beim Starbucks fahren? Danke. Versuche ich gerade. Oh Leute, da unten ist was hochgegangen. Oh, guck mal, Michael Bay hier. Ja, ich vermute, die Rebellen ärgern sich mit dem Kartell rum. Richtig, weil wir destabilisieren durch unsere Aufgaben, beziehungsweise durch unsere Sachen ja immer das Gebiet. Ja, mach mal unter der Brücke durch, mal sehen, ob es einen Erfolg gibt oder so. Okay. Aber ich nehme nochmal einen Anlauf. Stinger, ich sitze hier! Ich nehme nochmal einen Anlauf. Hallo, du läufst hier über Stinger? Hier sind Stingers, wir werden abgeschossen. Das ist eine Rakete! Alter! Was? Ja, aber... Bei mir ist gar nichts. Wie, du siehst keine Raketen? Nein. Ich bin rausgesprungen aus Sicherheitsgründen, sorry. Wir werden von Raketen beschossen gerade. Okay, ja, aber ich bin doch ein guter Pilot. Guck mal, ich weite hinaus, obwohl ich die gar nicht sehe. Alter, boah, du hast verdammt dicke Eier, ey. Was? Ich glaube, zum Ostern brauchst du ein besonders großes Ü-Ei. Sagen wir bleiben im Flugzeug drin oder versuche ich das gleich mal? Was war ich hoffe, das zählt für mich auch, weil ich bin jetzt sehr weit weg. Dann kannst du eine Schnellreise machen, gleich, wenn wir gelandet sind. Ja gut, dann warte ich so lange. Ich versteck mich. Genau, Jörn, versteck dich. Tarnung aktivieren! Kleiner Pedo, oh. Warum willst du eine Tarnung aktivieren? Wir sind doch jetzt da. Ja, ich muss ja zu euch bauen. Muss jetzt erstmal gucken, okay, da ist die Landebahn. Einfach frontal runter. Genau. Okay. Ja, die vertrauen mir nicht. Und tschüss. Hey. Oh. Hier langweiler. Ich geh zum Mo. Ja, ist Stau, wenn ich im Flugzeug bin. Nee, noch nicht. Ich bin halt einfach schneller da. Das hat nichts mit Vertrauen zu tun. Gar nicht schneller da. So, ich bin jetzt gelandet. Oh, und ich bin ein bisschen in den Wald gefahren, aber das passt schon. In den Wald gefahren? Das macht nichts. Wie die Mafiosi? Das war's. Das Flugzeug hier. Ja, ich hab den Einsatz auch bekommen. Ja, wo seid ihr denn jetzt? Da. Groß 300 Meter von mir entfernt. Dort ist 170 Meter von mir entfernt. Hup, 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 schraub, 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 schraub. Komm, wir können ja heute nochmal versuchen, Sicario einzuschüchtern. Aber du musst eigentlich, wenn du den Sicario versuchst einzuschüchtern, musst du ja mit einer Kleinkarriere abschießen. Ja, ich hab's geschafft, wieder absehen. Oder so. Also fliegst nicht bei uns im Helikopter mit. Nee. Ja, dann warten wir aber noch auf Baratur. Ich warte auf Baratur. Deshalb stehe ich hier. Weil Baratur noch kommen darf. Danke. Für Baratur tue ich alles.
Yay! Oh, mit ein paar Alter. Abstrichen. Modepenner! Alter, der will mit uns kollidieren. Kollidieren? Das ist nur ein bisschen spannender machen. Warte mal, kann ich dich abschießen? Ja. Was haben wir denn jetzt hin? Da, wo ich markiert habe. Ja, Witzbold. Okay. Die Waffe? Wow. Alter, ich bin gelandet. Ja, und wir wurden gesehen. Ja, super. Das ist eine Einschüchterungsmission. Das ist nämlich echt kacke. Wir haben mich gestern an der Mission schon 20 Mal gehangen. Also, ich aber haben wir die am Ende nicht geschafft, erfolgreich? Nein, haben wir nicht. Echt nicht? Doch. Ich dachte, wir hätten den erschossen dann am Ende. Weil den jeder einmal gegriffen hat. Ja, jeder Moment. Hat ihn sogar einmal gegriffen. Warum haben wir die dann jetzt schon wieder? Ja, keine Ahnung. Und warum sind das hier vier Leute? Stimmt, wir haben den gegenseitig hin und her... Nein, Moment, wir haben hier den anderen hin und her geschmissen. Das war's mit ihm. Von der Story-Mission. Wir waren aber eigentlich auf dem Weg, den hier zu holen. Scheiße, Mann. Alter, wer ballert denn hier schon? Como está, bitches? Ja, toll. Das hat aber mit dir mit Absicht drauf geschossen. Was war das denn? Ja, ihr seid jetzt echt schlau, Leute. Ja, als wenn... Wir haben nicht auf den Tank geschossen. Ja, ich auch nicht. Ich habe gerade noch den Einsatz ausgewählt. Oder die haben auf den geschossen. Das kann natürlich sein. Oh, super. Weißt du, an diesem scheiß Einsatz hängt doch die Pest, ey. Ja, aber wie soll man das denn machen? Indem man zum Beispiel nicht mit dem Flugzeug auf seine Teamkameraden drauf fliegt. Oder ein Wolkenkratzer. Ich will mich jetzt nicht aufregen, es lief bis jetzt eigentlich immer sehr akzeptabel. Okay. Naja, wir sind ja nicht weit weg. Richtig. Ja, wir sind doch alle gestorben, dann wird wenigstens die Mission auf Weg zurückgesetzt. Passt auf, toll. Wir haben Feindaktivität. Oh, ich habe meine zwei geplünderten Waffen verloren. Ja, siehst du, das hat Barator noch unglücklich gemacht. Die Drohne ist oben. Jordel, ich will jetzt Kekse. Noch ein dritter. Ziel Nummer 3. Ich habe leider selber keine. Das macht 5. Ich bin voll auf dich am Arsch der Welt spawnen, aber ihr alle direkt daneben. Wo bist du? Du bist spawned? Ganz hier hinten. Da, wo Flugzeugattentäter spawnen. In der Hölle. Ja, richtig. Alter, mach das Moped aus! Ja. Tango ist tot. Ey, die so, haben drei Tangos vorne ausgeschaltet. Vorsicht, sein Kumpel hat was gehört. Selbst wenn er jetzt was gehört hat, ist das noch nicht schlimm. Da unten war noch einer, Vorsicht! Hab ich schon erledigt. Ich gehe jetzt den Balkon gleich hoch. Wechsle schon mal auf Pistole. Oh, die hat keinen Schalldämpfer. Wir brauchten ihn lebend, um Angst zu. Ach nö, komm schon. Ich hab den einmal auf. Ey, ich hab auf den seinen Unterschenkel geschossen. Dazu. Wir wissen von einer Kokainfabrik hier in Okoro. Wow. Und zwar in einem umgebauten Schlachthaus. Gegner beim Heli. Machen wir den Laden platt. Es gibt ein Problem. Die Tür ist sich ohne Witz. Der Tipp ist gut. Benutzt doch erstmal die Rebellenfertigkeit, um das Gebiet auszuspähen und dann schön langsam. Normalerweise. Oh, ist doch egal. Ich weiß nicht, ob er jetzt aufgegeben hätte oder auf mich geschossen hätte. Das Problem ist, sobald er sich entscheidet, auf mich zu schießen, bin ich halt auch tot. Ach lol, du liegst da oben noch. Ups. Ja. Dann wirst du penetriert. Ich wusste ja, dass er einen leptischen Schock kriegt, wenn ich den auf den... Warum hat das so lange gedauert?
aufs Knie schieße. Der normale menschliche Körper stirbt nicht beim Knieschuss. Das kommt drauf an. Ob das Herz im Knie ist, ne? Wenn du eine Arterie triffst? Nee, die sind doch im Oberschenkel leichter zu treffen. Ich komm runter. Hat er dich denn gesehen? Ja. Ich bin ja mit gezogener Waffe. Dann können wir zur Waffenkiste eben unten hingehen. Da beim Fragezeichen südöstlich. Und dann ganz im Süden ist nämlich noch eine. Da ist ein Ad-Pi Laservisier drin. Laservisier. Es könnte das Panoramavisier ablösen. Obwohl mir das Panoramavisier eigentlich sehr gut gefällt. Ich weiß, dass ich ihn greifen muss. Aber gerade eben habt ihr doch selbst gesehen, die Situation, dass der auf mich geguckt hat, sich erschreckt hat. Und dann hat sich das für mich so angesehen, als wenn er die Waffe in meine Richtung halt hält und nicht auf den Boden geht. Hörst du mal, das ist ein Gegner. Wow. Was? Mein Gott, kann ich viele Fallschirme bei mir haben, ohne dass ich einen Fallschirmrucksack habe. Ich hab noch einen ausgemacht. Bei Tangos? Die haben die Patrouille da genommen. Gucken wir mal ins Gebäude. Achtung, einer ist aufmerksam. Piep, 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 piep. Ich tarne meine Drohne als Bauern. Ich glaube, das sind wirklich nur die zwei Soldaten. Eins. Der Rest sind alles nur Bauern. Dann nehme ich zwei. Mann, drei. Auch mal ein. So. Eins. Ja, Jordel. Alter, wer hat den jetzt erschossen? Bist du eigentlich dumm? Scheiße, der warum sehe ich denn runter? Sag mir das mal. Jetzt hast du nämlich geschossen und der Typ hat sich geduckt, sodass ich dir nicht erschießen kann. Wofür zähle ich denn runter, Junge? Oh Mann. Ey. Hab ihn. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Yo, hier ist eine Waffenkiste. Earl ist auch so einer, der bei den Olympischen Spielen, hier ist eine Handfeuer, Achtung, bevor überhaupt der Schuss kommt, losrennt. Ja. Helikopter. Dann wundert mich, wieso er das qualifiziert wird. Achso, ist ein Hubschrauber, okay. Deckung. Hab ihn. Getroffen. Geschafft. Alle noch ganz. Den hier drin, ne? Feuerwaffe. Chicken. Billy, runter, runter. Noch ein Chicken. Jo, da hast die Waffe mitgenommen. Ja, natürlich. Ja, ich frag lieber bei dir mal. Oh nee. Achso, die ist 1,5 Kilometer. Ist okay. Da ist eine andere Waffe. Ja. Ich dachte, du hättest jetzt was. Wir warten auf Pixelated gerade noch. Schweben zu Pixelated hin. Schweben nicht wie. Ja, ich wollte nur eben die Waffe ausrüsten. Mich schwebt auch schon. Mo. Mo. Jetzt hier so ein kleiner Atomschlag. Und alle Kühe explodieren. Ja. Und überall die Scheiße von den Kühen. Obwohl, könntest du, wenn du so seitlich fliegst, sie mit den Rotoren antöten? Nein, das funktioniert ja nicht. Schade. Ich gehe noch weiter. Das sieht aus wie eine Schule oder eine Kirche? Ah ne, nur ein Bungalow. Ich hab mal im Busch gelandet. Ich bin mal im Busch. Für die bessere. Ich bin mal im Busch gelandet für gute Tarnung, ey, du Berliner. Da ist noch ein Tango. Geh nur. Abschluss. War nur einer. Nein, da ist doch noch einer. Ja, da. Da sind mehr. Aber da rechts, wo die Rebellen waren. Wieso sind wir jetzt schon wieder gejagt, Jörg? Die Rebellen schießen darum. Nicht ich hab nichts gemacht, ich bin noch weit weg, Mann. Ja, ich hab auch so Jordel gesagt, ich wollte eigentlich Leute sagen, tut mir leid. Jordel steht doch für Leute. Wir haben nämlich die Rebellen befreit und die haben angegriffen dann. Sind nur die zwei dahinter.
Ja, genau, nur die zwei. Okay, da ist noch mehr. Dritter Tango ist tot. Alles klar. Für den Moment sah es ziemlich eng aus. Dann sind jetzt alle tot. So, erstmal das Laservisier. Sieh mal da, Waffenkiste. Du hast ein Laservisier bekommen? Ah ja doch. Ah. Kannst du auch kriegen. Nee, bei mir hatte nur gerade was anderes angezeigt. Oh, ich habe ein Laservisier. Welches Laservisier habt ihr? Wo kann ich das denn auswählen? Für welche Waffe ist das? Für Maschinengewehre. Oh. Hast wahrscheinlich im Moment keins, drin. Dann mal ab zum Hubschrauber. Ja, Moment, ich brauch noch einen kleinen Moment. Hub. Und ich bin im Auswählmenü. Wie ist denn das? Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Hup. Damit du meine Brüste nicht vergisst. Hup. Ach, das wäre eine gute Freundin, ey. Die erstmal so ein schönes Tittenvideo armes schickt. Komm, wir können jetzt noch mal. Wir können Sicario noch mal einschüchtern. Oh nee. Doch, komm, wir sind in der Nähe noch. Okay, aber da ist auch noch ein Nebeneinsatzpunkt irgendwo. Also, oh, es gibt wirklich Blendgranaten. Das ist gut, vor allem bei den Zugriffdingern. Es gibt Blendgranaten, Tatsache. Ja, bei Objekten. Boah. Ich verstehe nicht, wie eine gebildete Frau wie La Gringa, ich meine eine waschechte Cosmopolitan-Lady, sich hier gibt, Kokain für diese Tiere zu verschneiden. Also, wenn es hart auf hart kommt, klammert man sich an jeden Strohhalm. So ein Mist passiert einfach. So etwas passiert nicht einfach. Mir scheißegal, was dahinter steckt. Sie hat sich entschieden. Entschieden für was? Also irgendwie fliegt der Helikopter gerade komisch. Ja, dezent. Ja, ich krieg den gerade nicht gut kontrolliert. So, jetzt können wir ja ganz entspannt nochmal machen. Na gut. Lande bitte hier schon. Ja, ich habe gesehen, dass ich Uni dort. Irgendwas gesehen. Das ist natürlich jetzt Pech. Die haben uns gesehen, die haben uns gesehen. Ich komm runter. Hab ihn. Oh, nee, die haben Baumann geschossen. Jetzt ist er down. Heli im Arsch. Der Leutnant haut ab. Ja. Ja, kacke. Ja, dafür konnten wir jetzt nichts. Das war. Nee, das war echt Pech. Weil der Leutnant will die Straße hier hochkommen. Wir sind alarmiert. Warte. Nehmt ihn, ich greif ihn. Ja, sehr schön, du hast ihn. Da kommt Uli dort. Scheiß. Mein Gott, nein! Oh, wir sind so kacke. Wow. Wo kam denn jetzt die Uli dort Patrouille her? Hinter uns, hab ich doch gesagt. Weil wir den Heli abgeschossen haben. Oh. Ja, aber wir mussten den Heli abschießen. Ja, aber es ist doch klar, dass wir. Es ist doch wie GTA, wenn du die Cops umlegst, dann hast du doch einen Stern. Aber ich habe noch keinen Stern gehabt. Also ich habe jedenfalls. Ja. Wir hatten durch einen. Durch den Abschuss des Hubschraubers haben wir die Soldaten bekommen. Na, oh, ja, okay, jetzt ist er nochmal zurückgesetzt. Jetzt können wir es nochmal machen. Jetzt können wir es nochmal versuchen. Hey, das sind Feinde. Hey, Kartellschütze. Nahe des Reifenstapels. So, erstmal mit der Drohne. Tango Nummer 3. Mit dem sind's 5. Denk dran, beim Hubschrauber, der dort steht, sind auch welche. Ja, und es sind dort vielleicht noch welche in den Gebäuden. Das war's mit ihm. Alter, wieso spawne ich immer hier am Arsch der Welt? Da, wo Flugzeugattentäter hingehört.
Ich hab die 1 im Visier. Ich hab die 2 im Visier. Ich mach die 1. 3. Entschuldigung. Wow. Okay. Ja, ist okay. Ich wusste jetzt nicht, dass ihr anzählen wolltet. Ich lade nach. 3 Ziele identifiziert. Ich geh näher ran. Warum bist du tot? Ich hol ihn. Was denn jetzt? Mein Moped voll gegen den Stein gefahren. Leute, warum wurden jetzt wieder scharf geschossen? Ich hab gar nichts gemacht, ich hab nur einen Soldaten getötet. Ich hab ihn, mich muss jemand schützen. Versuch's, warte. Ich schüchter ihn direkt ein. Soll das ein beschissener Witz sein? Kein Witz, Arschloch. Wenn ich dich nochmal hier sehe, werden Knochen gebrochen oder Körperteile entfernt. Und sag deinem Butchon, für seine übrigen Fahrer gilt das auch. Dios mio, werde ich. Schlechter Tag, ein Sicario zu sein. Guter Tag für die Rebellen. Die werden's lieben. Der Tango ist hin. So, war's das hier? Ja. Okay, die Luft ist können wir jetzt woanders hingehen? Ja, können wir. Danke. Das war am besten nicht so zum Unidad-Ding. So, ich guck jetzt mal. Es gibt noch einen Fertigkeitspunkt. Dann holen wir den noch und dann gehen wir halt in einen anderen Ort. Also beziehungsweise in dieses PN die Agua Verde. Okay, naja, das stimmt. Keine Lust mehr auf Nebeneinsätze. So klappt doch alle wunderbar. Failing. Ja, bis auf den mit dem Einschüchtern. Da unten dürften wieder Gegner sein, wa? Ich denke mal schon, dass da ein paar Gegner sein werden. Ein paar Laputas! Wieder perfekt auf dem Stein. Ich hatte übrigens, als ich allein gespielt habe, dass Rebellen genau neben den zu verhörenden Leutnant waren. Und die Rebellen haben da einfach nur rumgestanden und haben nichts gemacht. Das hatte ich auch bei der Beta. Habt ihr mit der Drohne irgendwas gesehen? Nee, ne? Okay. Lass einfach mal ganz gechillt reingehen. Ganz gechillt. Ja, ist nur ein Einkaufsladen, wo sonst nichts los ist. Das ist eine Auszeichnung? Sieht aus wie aus einer Cornflakes-Packung. Also muss man in der Warenpräsentation hier arbeiten. Ey Mo, schubst du hier nicht rum, ja? Wo hast du sie? Da sind Feinde. Ja, ja, die haben uns nicht gesehen. Sind eh beide tot. Getötet. Ja, der eine hat vor seinem Ableben noch mal kurz getanzt. Ich glaube, das waren alle. Oh, ich glaube, ich muss mal eben kurz den Hund füttern. Aber das machen wir, wenn wir im Helikopter wieder sitzen. Da könnt ihr nämlich kurz rüberfliegen und ich kann den Hund kurz füttern. Sehr gut, dann kann ich mir nämlich auch was zu essen bestellen. Bin ich jetzt total doof? So, ich muss dir mal wieder einen Spacken bannen. Der sich als Nightbot ausgibt. Wie viele Nightbots wir hier wohl schon gebannt haben? Nightbot Version 2 und ich glaube dieser Acid ist auch ein Account von ihm. Macht ja nichts, wenn das passiert, kann's ja auch sein. Na, ich komm hier, du stehst zu blöd. Warum? Du kannst einsteigen. Ich komm nicht auf den Platz. Ja, ich komm nicht ja auf warte, den Platz ich positioniere ihn irgendwo anders hin. Die bricht ab.
So, dann gehe ich nämlich nach hinten. Sehr schön. Und ich bestelle mich noch was. Einer von euch muss auch in den auf den Piloten sitzen. Ja, das kann ja Mo machen. Dann kann ich mal eben kurz Aufnahmen-Break machen.